Hallo und herzlich willkommen zu dieser Let's Play Ausgabe mit einem Replay vom AMX 50B. In dem Fall habe ich das heute mal ausgewählt, weil ich ja den T57 Heavy mal schon persönlich gespielt habe, vor kurzem für euch. Und dann dachte ich mir, den AMX 50B, der ist für viele die Alternative und ist es auch definitiv. Und dementsprechend schauen wir uns den heute doch mal genau an. Karte ist Flugplatz, natürlich 10er Gefecht und der Gegner hatte schon einen Leichttraktor. Der wurde aber bereits rausgenommen, aber wie doof darf man auch ein Platoon mit dem Tier 1 machen, wenn man 10er spielt. Also schade, dass es da immer noch nichts gibt. Nun aber gucken wir doch mal, was er hier so reißen kann und wird. Wir machen die Minimap groß. Einen Dank natürlich für das Replay an Ushinator. Vielen Dank, dass du es eingeschickt hast. Sehr schön, da freue ich mich natürlich darüber. Wow, da kommt schon aber der erste stolze Hit vom Objekt. Und das Objekt hat jetzt aber zwei Hits bekommen. Aber nochmal einen vom T62A. Ja, so schnell sind 1000 Hitpoints weg. Das geht natürlich sehr flink. Da drüben jetzt ein Type 4. Auf den könnte er gut schießen, wenn er denn... Ja, jetzt. Der erste sitzt. Und der zweite, da ein bisschen zu schwierig an die Seitenpanzerung geschossen. Der Winkel war da wirklich nicht ganz einfach. T54 wurde jetzt gekettet. Er ist in Reload. Also muss jetzt mal warten. Da jetzt der Rheinmetall. Aber er kommt nicht drauf, weil der Löwe einfach für ihn da ein bisschen in den Weg blockiert. Und jetzt... Da schafft er sich so ein bisschen Platz. IS-4. Nicht so einfach. Da ist auf jeden Fall gerade jetzt ein bisschen was los. Gut ist, dass keine AT im Spiel ist. Da hat er jetzt auf jeden Fall ein bisschen einen Vorteil dadurch. Aber eben da kein Hit. Und jetzt nochmal aufs Objekt, aber auch kein Durchschlag. Das Magazin war für ein Poppes. Da hat er nicht viel damit reißen können. Na, jetzt hat er aber gleich nachgeladen. So, jetzt steht er wieder im Saft. Das Objekt. Da, wenn er schon so am Zurückfahren ist, da ist der Schuss fast für einen hohlen Zahn. Aber der Rheinmetall konnte jetzt endlich mal gut beschossen werden. Und jetzt... kommt das Objekt da auch nochmal gut raus. Und das hat jetzt wiederum zwei schöne Hits gegeben. Diesmal hat es gut geklappt. Da haben die TDs da oben aber mal auf den Sack bekommen. So wie es gehört. Camper. So, und jetzt... IS-3A vom Objekt. Also man sieht schon, wenn er da nicht auf die TDs achtet, macht es irgendwie gefühlt gar keiner. So. Ja, und der Rheinmetall hat er nur kurz rausgeblinzelt. Und zack, war er aber trotzdem schon weg. Ja, das Objekt bleibt da natürlich oben, weil das merkt schon auch, dass da bis auf den AMX hier sich kaum einer für ihn interessiert. Ja, Blindshot... Nee, die waren zu blind. Da ging gar nichts. Der E5 jetzt auf den Löwen. Mal schauen, ob der... Ja. E5 da weggeholt wird. So, der Reload ist gleich durch. Dann kann er da mal auf das andere Objekt mal gehen. Heute ist Objekttag scheinbar bei ihm. So. Erster sitzt. Ein zweiter sitzt auch. Das Objekt wird sich nochmal überlegen, da so in der Mitte so runterzufahren. Ganz schwierig. IS-4 hat eine wirklich sehr, sehr ordentliche, gute Panzerung. Da einfach mal so durchzukommen, ist nicht einfach.
Ah, das Objekt da oben. Wenn er das weg hätte, könnte er auch mal umfahren, aber jetzt wurde wiederum der ES-4 vom T-57 Heavy zerstört. Jetzt aber, ja! Sehr gut. So, das Objekt hat er 1950 Schaden in Summe gemacht, also man sieht, es hat sich wirklich keiner für das Objekt interessiert, außer er. Schon kurios eigentlich, weil die Stelle da oben ist ja mehr als bekannt. Und jetzt nimmt er hier nochmal... Oh. T-62. Hit. Nochmal ein Hit. Und nochmal einer. Und 5 HP hat er noch. Und den nimmt er auch raus. Also, da hat er bisher sehr, sehr gut wirken können. Und was hat er da? Den... Type 4 schweren Panzer. Da ist noch ein T-30, der noch ordentlich HP hat. Kennt ihr da ihn? Nein! So knapp! Gibt's doch gar nicht. Also da hat ja so wenig, wie da gefehlt hat. Unglaublich. So, der hat jetzt zweimal gebrannt. Dahinter ihm jetzt der Leopard. Der Leopard steht jetzt perfekt hinterm Wrack. Ist die Frage, ob gewollt oder Zufall. Ich würde da jetzt nicht schießen. Ich würde da jetzt nochmal ein bisschen so tun, als ob ich gar nicht da wäre an seiner Stelle. Und warten, bis er in der Position kommt, wo man dann wirken kann. Ah, der Leopard sieht ihn. Ach so, hat er keinen sechsten Sinn drauf. Ja, das ist natürlich was anderes. Dann war es ja klar, warum der Leopard so fährt, wie er fährt. Aber jetzt bekommt er da nochmal eine drauf. Jetzt muss er sich umorientieren und jetzt kann er wiederum wirken. Ja. Und da macht er ihn weg. Und jetzt sind nur noch zwei Panzer am Start. Der Type 4 und der Jagdtiger. Nachladen muss er. Mich wundert übrigens, kann mir vielleicht einer erklären, warum nimmt man so viele HE-Granaten mit dem Panzer? Weiß ich wirklich selber nicht warum, also wenn es mir jemand erklären kann, ich bin da für Erklärungen immer offen. So, der eine ist jetzt da in der eigenen Basis, Jagdtiger gegen E5. Ich denke mal, der Jagdtiger wird da am Ende gewinnen, außer er lässt sich da doof umfahren. Und da ist es der Type. 10 Sekunden noch. Er schreibt auch No Cap. Aber, da wurde aber gerade noch kurz vorher zurückgesetzt, weil rausgefahren sind die da gefühlt nicht. So, und jetzt geht er von hinten an den Type 4 ran. Da kettet er ihn. Nochmal einen. Er muss aber aufpassen, weil er kann nicht nochmal einen abfangen. Der passt. Und jetzt, es wird eng, es wird eng. Ja, da ging es gerade noch gut. Nicht schlecht, Herr Specht. 6.618 Schaden gemacht. Schöne Runde, hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wenn ja, ihr wisst, lasst mir einen Daumen da. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaraz.